E-Gitarrengemeinde. Heute ein kleines Tutorial zum Thema Halbtonleiter oder chromatische Tonleiter. Wie ihr wisst, sind Tonleitern beim Gitarrespielen, so wie auf jedem anderen Instrument auch, extrem wichtig. Und die Halbtonleiter lernt man zunächst, wenn man anfängt, Gitarre zu spielen, auf eine Weise, um die Töne kennenzulernen. Also man spielt zuerst alle Töne in der ersten Lage, bedeutet das, und lernt so alle halben Töne kennen. Ich spiele euch das mal vor, wie das geht. Wer schon ein bisschen fortgeschritten ist, kennt das natürlich. Also alle halben Töne in der ersten Lage. Ich benutze auf jeder Seite vier Finger. Auf der tiefen E-Seite, auf der A-Seite, auf der D-Seite, auf der G-Seite sind es nur drei Töne, weil die G zur H-Seite natürlich in einer Terz gestimmt ist, nicht in einer Quarte. Auf der H-Seite dann wieder vier Finger und auf der hohen E-Seite wieder vier Finger. Wenn ich etwas fortgeschrittener bin, kann ich das Ganze nur weitermachen, wird meistens auf der E-Seite praktiziert. Da geht es dann rauf bis in den 12. Bund oder noch weiter und wieder zurück. Ich mache einmal vor. Sollte man als Übung auch mal machen. Ja, das lernt irgendwann jeder Gitarrist. Und wenn man dann aber so beim Improvisieren sich so beobachtet, merkt man, dass es oft Situationen gibt, wo das gar nicht so praktisch ist, dass ich quasi die Lagenwechsel auf einer Seite vollziehen muss, weil es doch ein ziemlich langer Weg ist. Also auch wenn ich nur auf der G-Seite spiele, mal bis zum 12. Nachdem das gar nicht so einfach ist, diese großen Sprünge zu vollführen, wäre es besser, wenn die Töne etwas näher zusammenliegen würden. Und deswegen versuche ich einen Fingersatz zu finden und den möchte ich euch jetzt zeigen. Das war, was ich am Anfang gespielt habe, dass man quasi mit kleinen Lagenwechseln auch eine Chromatik spielen kann, die man dann beim Improvisieren durchaus, wenn man die Fingersätze entsprechend geübt hat, mal einsetzen kann, ohne immer den Lagenwechsel auf einer Seite vollziehen zu müssen. Ich demonstriere noch mal langsam in der 7. Lage, wie das geht. Ich spiele also wie gewohnt meine vier Finger auf einer Seite Technik. Jetzt muss ich den vierten Finger ein bisschen strecken und hier so einen kleinen Ausflug in den nächsten Bund machen. Das ist in den 11., um das Dis zu erreichen. Und dann gehe ich mit dem Zeigefinger, springe ich mit so einem kleinen Katzensprung sofort wieder zurück in die 7. Lage. Spiel hier weiter. Jetzt kommt wieder der kleine Katzensprung nach oben und wieder zurück in die 7. Lage. Vier Finger, dann wieder die Überstreckung. Zurück in die 7. Lage auf die G-Seite. Von der G auf die H-Seite, wie wir schon erfahren haben, ist ja anders gestimmt, nämlich in der Terz. Deswegen brauche ich keinen Katzensprung machen, sondern bleibe in der Lage. Am Ende wieder die Streckung. Zeigefinger geht zurück in die 7. Und die vier Finger zu Ende spielen. Das Ganze zurück. Der Zeigefinger macht den kleinen Katzensprung zurück. Ich bleibe auf der G-Seite in der gleichen Lage. Der kleine Finger springt eine Lage hoch. Der Zeigefinger zurück in die 7. Der kleine Finger springt eine Lage hoch. Der Zeigefinger zurück. Der kleine Finger springt wieder. Und wenn ich es wieder will, zum Ausgangspunkt zurück, dann nochmal der Zeigefinger einen halben Ton zurück. Nochmal
das Ganze zum Zuschauen, langsam. Die zweite Möglichkeit, die ich auch sehr gut finde, ist, wenn ich einfach meinen Vier-Fingersatz behalte und jeweils nach dem Ankommen des vierten Fingers eine Lage auf der nächsten Seite zurückwechsle. Kriege ich auch eine Chromatik. Es klingt so. Nochmal langsam mit bisschen mit erklären. Vier Finger auf der tiefen E-Seite. Der Zeigefinger springt eine Lage zurück in die sechste. Wieder vier Finger. Wieder der Sprung zurück. Wieder zurück auf die G-Seite, vierte Lage. Jetzt kann ich wieder bleiben, wegen der anderen Stimmung auf der H-Seite in der gleichen vierten Lage. Und noch einmal zurück in die dritte Lage. Wichtig für die Lagenwechsel noch als kleiner technischer Hinweis, damit man flüssig spielen kann: Man sollte beim Erreichen des vierten Fingers die anderen Finger bereits lösen von der Seite. Grundsätzlich wenig drücken, am besten nur den Finger, der gerade drankommt. Und mit einer kleinen vorbereitenden Bewegung die Lage wechseln. Auf dem Rückweg das Ganze mit dem kleinen Finger. So, das war das Tutorial zur Halbton- oder chromatischen Tonleiter. Vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen. Tschüss!